bevor ich überhaupt richtig komponiert habe, habe ich schon mal einen sehr, sehr genauen Plan des Stückes gemacht. Das war erstmal fast eine Zeichnung, die habe ich jetzt gar nicht dabei, aber wo ich quasi den Puls so als Strichlinie genommen habe über ein riesen Papier und einfach mir Notizen gemacht habe, wie sich da so Klänge entwickeln können, wie sich das Orchester in der Art des Spielens entwickelt. Und das habe ich zuerst fertig gemacht, bevor ich überhaupt angefangen habe, die Töne wirklich genau zu setzen. Also diese Struktur war schon da, aber es ist keine konventionelle Struktur, also keine ABA-Form oder Sonatenhauptsatzform oder sowas, sondern es ist einfach eine speziell für das Stück erfundene Struktur. Aber das ist nicht formlos, also ganz im Gegenteil, es ist sogar ein sehr formbewusstes Stück. Ich stelle mir ja eigentlich bei jedem Stück irgendeine Form von Aufgabe. Also ich finde das immer reizvoll, als Komponist sich ein Thema zu nehmen oder eine Idee sehr, sehr konsequent zu verfolgen. Und die ganz einfache Idee bei diesem Stück ist einfach, dass es einen durchgehenden Puls gibt. Ein Puls ist ja was anderes als ein Rhythmus. Ein Puls ist ein regelmäßiger Schlag. Ein Rhythmus ist eine Mischung von Schlägen, die vielleicht irgendwie eine Form von Groove oder sowas ergeben. War wirklich, dass ein Puls durch das ganze Stück durchgeht und sagen wir mal, eine der Geschichten, die in dem Stück passieren, ist, dass dieser Puls schneller wird, dass er sich entwickelt und so, aber ich wollte immer, dass dieser Puls durchgehend zu hören ist und das ist kompositorisch gar nicht so leicht, dass man das nicht, dass es nicht langweilig wird, dass es eine Spannung behält und natürlich ist sofort die Assoziation irgendwie auch da, die auch eigentlich das Publikum verstanden hat, dass es um eine Form von Leben geht, also da passiert, der Puls fängt ganz leise an, ganz, ganz leicht und es ist irgendwie sehr, sehr zart und dann wird das immer lauter, orgiastischer und am Schluss gibt es sogar so eine Art Beatmungsmaschine, die man hört und die wird dann irgendwann abgeschaltet und so. Also man kann solche Assoziationen haben, aber muss sie nicht haben, sondern es ist einfach eine Form von Idee, die einen durch das Stück führt und vielleicht auch jemanden durch das Stück führen kann, der jetzt, sagen wir mal, mit zeitgenössischer Musik erstmal nichts anfangen kann und einfach irgendwie eine Hilfe braucht auch vielleicht. Ne?